Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr mit Focus oder auch Focus schnell und einfach Bilder mittels AI erstellen könnt. Und wir können Focus lokal bei uns auf dem Rechner installieren, offline nutzen. Es ist dabei komplett kostenfrei und auch hier unter GPL 3.0 veröffentlicht bzw. lizenziert. Und wir können eigentlich direkt starten, hier weiter unten mit dem Download. Für Windows gibt es so einen ganz praktischen Installer, beziehungsweise einfach runterladen und starten. Für Mac und Linux wird es etwas anfängerunfreundlich mit der Command Line. Und hier unten findet ihr dann auch noch die Systemanforderungen, also braucht man schon eine gewisse Leistung oder Grafikkarte, damit das Ganze richtig schön flüssig funktioniert. So, ich gehe hier einmal bei Windows auf den Download-Button, dann startet hier das Ganze 1,8 GB, dauert hier ein bisschen. Später müssen wir auch noch relativ viel runterladen, also zum Beispiel irgendwelche Models oder für spezifische Aktionen wie den Face-Swap, das sind dann auch nochmal 6, 7, 8 GB notwendig. Und immer wenn es hier lädt, mache ich dann einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, unser Download ist hier fertig und wir können nun unser ZIP entweder hier im Downloads-Ordner belassen oder auch an einem beliebigen anderen Ort verschieben. Dann hier einmal auf Extrahieren gehen und unser ZIP entpacken. Und das dauert jetzt auch wieder eine gewisse Zeit, weil es sind wirklich sehr viele Dateien. Und wir sehen uns gleich wieder. Nach dem Entpacken können wir hier einmal in diesen Ordner reingehen. Dann haben wir hier einmal diese BAT-Datei, diese Batch-Datei. Und da machen wir einen Doppelklick drauf, um sie zu starten. Dann kommt hier teilweise von Windows eben dieser Defender-Schutz, dass man das hier eben nicht ausführen kann. Wir können auf weitere Informationen gehen und dann das Ganze hier trotzdem ausführen. Es öffnet sich anschließend hier eine Command-Line und hier wird dann im ersten Schritt hier das Juggernaut XL Model heruntergeladen, was mit 6,6 GB relativ groß ist und eben auch nochmal einige Zeit dauert. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, nachdem der Download fertig ist, öffnet sich automatisch unser Browser und das Focus User Interface ist hier direkt sichtbar. Im Hintergrund ist nach wie vor unsere Command Line geöffnet und hier wird auch mal der Status von der Image-Generierung oder falls auch irgendwie ein extra Download vorgenommen wird, wird das hier eben immer aktuell angezeigt. Jetzt können wir hier direkt unseren ersten Prompt erstellen. Zum Beispiel gebe ich hier ein Young Woman, Red Hair, Yellow Dress in the Forest. So zum Beispiel. Bevor ich jetzt hier auf Generieren gehe, klicke ich hier aber einmal auf Advanced und stelle erstmal ein bisschen was ein. Zum einen kann ich hier die Performance einstellen. Eher speed-orientiert oder Quality oder Extreme Speed. Es hängt natürlich auch mal von euren Rechner ab oder für was ihr das Bild nutzen wollt. Dann hier das Seitenverhältnis. Standardmäßig ein 9:7. Ich kann hier zum Beispiel 1:1 auswählen. Falls ihr es irgendwie für Insta oder so bräuchte, kann ich das hier auswählen. Die Pixel sind hier mal unterschiedlich, aber am Ende gewinnt man eigentlich nicht wirklich was. Zum Beispiel haben wir 1700 Pixel, aber in der Höhe dann nur 500 Pixel, 3:1. Macht einfach hier 1:1, später kann man das Bild dann immer noch upscalen, vergrößern und dann auch in anderen Bildbearbeitungsprogrammen zum Beispiel einen Zuschnitt vornehmen. Image Number steht standardmäßig auf 2, es werden 2 Bilder in einen Durchlauf generiert. Ich möchte jetzt in meinem Fall aber nur ein Bild generieren. Dann kann ich hier noch ein Negativ-Prompt eingeben. Hier beschreibe ich quasi, was drin sein soll und hier könnte ich reinschreiben, was nicht drin sein soll. Bezüglich den Prompts gibt es auch hier nochmal in GitHub bei Informationen, wenn man zum Beispiel von Midjourney kommt, wie das jetzt in Focus gehandhabt wird, zum Beispiel hier bei den Prompt-Weights, wie man das eben definieren kann. Was es hier mit dieser Random-Checkbox auf sich hat, komme ich gleich noch dazu. Aber jetzt starten wir erstmal unser Generieren und bei mir dauert das ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt bin ich soweit fertig. Hier knapp eine Minute hat es bei mir gedauert. Okay, hier mit Vorbereiten noch knapp 2 Minuten für ein Bild. Und hier habe ich dann mein fertiges Ergebnis. Ich kann das natürlich noch hier anpassen, je nachdem, wie stark mein Rechner ist, vielleicht sollte ich bei meiner Konfiguration eher Extreme Speed nehmen. Ja, ich bin soweit fertig. Jetzt kann ich natürlich hier zum Beispiel ein erneutes Bild generieren und dann hätte ich einfach ein komplett anderes Bild.
Möchte ich hier eigentlich dasselbe Ursprungsbild oder Ausgangsbild nochmal haben, dann kann ich hier bei Random die Checkbox abwählen, habe hier einen Seed und wenn ich nun auf nochmal generieren gehe, können wir das exakt gleiche Bild erneut erstellen. So, hier sieht man mein zweites Bild und ich habe überhaupt keinen Unterschied zu meinem ersten Bild. Und das ist hier der Fall, wenn ich einmal bei Random die Checkbox abwähle, hier einen Seed habe. Dieser Seed ist quasi so eine Art ID zu meinem Bild, dass immer wieder das exakt gleiche Bild generiert wird. Und das ist eben wichtig, wenn ich hier so eine gewisse Konsistenz reinbringen will und nicht bei jedem Prompt immer ein komplett neues, anderes Bild haben möchte. Ich kann hier auch in meinen Fokusordner reingehen, hier einmal auf Fokus gehen, auf Outputs gehen, auf das Datum und hier habe ich meine bereits generierten Bilder. Das ist einmal dieses hier und einmal dieses hier. Man sieht keinen Unterschied, es ist das exakt gleiche Bild. Und wenn ich hier auf den Log gehe, dann sehe ich hier eben auch jeweils meinen Seed. Und das bedeutet, wenn ich irgendwann mal ein Bild generiert habe, und ich finde es gut, aber ich habe es nicht gespeichert zum Beispiel. Oder ich sehe ein anderes Bild, was mir gut gefällt. Dann kann ich hier diesen Seed übernehmen und dann exakt das gleiche Bild wieder erzeugen. Hier oben habe ich auch so einen Download-Button. Da kann ich auch mein Bild herunterladen. Hier. Oder wie gesagt, einfach in den Fokusordner reingehen und hier auf den Outputs-Ordner gehen. Dann habe ich auch meine ganzen Bilder. Ja, soweit die Basics. Ich erstelle mir hier mein Bild. Performance einstellen. Größe einstellen, wie viele Bilder ich generieren will, Negative Prompt, Random oder nicht Random und dann habe ich hier entsprechend mein Ergebnis. Gehen wir weiter ins Detail. Hier habe ich einmal den Style, da ist standardmäßig Focus V2, Focus Enhance und Focus Sharp ausgewählt. Ich kann das Ganze hier auch abwählen und zum Beispiel einen anderen Style auswählen. Möchte ich zum Beispiel ein Anime, dann kann ich hier Anime anwählen. Einmal auf Generieren gehen und dann habe ich einen komplett anderen Stil. So, und hier ist mein zweites Ergebnis, eben ein komplett anderer Style. Was ich auch noch machen kann, hier oben auf Model gehen, da kann ich hier zum Beispiel solche Loras auswählen. Dazu kann ich hier zum Beispiel auf Civida.ai gehen und hier irgendeinen Style, zum Beispiel hier Arcane Style Lora herunterladen, hier einmal. Und dann in meinen Ordner hier reingehen, Fokus, Models. Und dann auf Loras und hier kann ich das dann reinlegen, put Loras hier. Und dann kann ich hier danach mein Lora hier auswählen und bekomme eben so einen ganz besonderen Style. Ja, das sind soweit die wichtigsten Einstellungen. Jetzt kann ich hier noch auf Advanced gehen, Guidance Scale, Image Sharpness anpassen. Dann habe ich eher so einen weicheren Look oder eher ein bisschen schärfer. So ein HDR kann ich damit erstellen. Also kann man hier ein bisschen rumprobieren. Kurze Anleitung ist hier, aber natürlich gibt es dann hier bei GitHub auch noch, wenn man in die Tiefe geht, weitere Informationen und Anleitungen. Ja, das sind soweit die Basics. Jetzt kann ich hier unten auch noch auf Image Input oder Input Image gehen und hier verschiedene Sachen vornehmen. Zum einen kann ich hier mein Bild vergrößern. Hier bei den Settings habe ich jetzt zum Beispiel 1024x1024 Pixel 1:1 eingestellt. Ich kann das hier aber auch noch vergrößern bis zu 2x Upscale. Ich kann natürlich danach nochmal mein abgescaltes Bild weiter upscalen und habe dann natürlich die vierfache Größe und so weiter. So, Bild hier einmal ablegen. Da gehe ich dann einmal auf meinen Downloads-Ordner. Hier habe ich schon mein erstes generiertes Bild ja heruntergeladen. Öffne das einmal, so sieht das hier aus. Und dann kann ich hier auf Generate klicken und dann wird dieses ausgewählte Bild hier vergrößert. So, und hier ist mein upscaled Bild nun fertig. Man sieht hier ganz gute Qualität. Auch wenn ich hier in meinen Output-Ordner reingehe, habe ich einmal mein Vorherbild relativ klein und hier mein Nachherbild mit einer ziemlich guten Qualität. Ja, was kann ich nun noch machen? Hier unten kann ich erstmal mein Bild von Upscale or Variation löschen. Dann kann ich zu den Image Prompt gehen und zum Beispiel hier mein erstelltes Bild einmal auswählen, mein Ursprungsbild. Und kann dann hier unten auf die Advanced Settings gehen und hier zum Beispiel Face Swap auswählen. Das bedeutet, meine Person sozusagen, mein Gesicht wird beibehalten, aber ich kann hier oben den Prompt etwas verändern und zum Beispiel sagen, dass die Person nicht mehr im Wald, sondern in der Stadt sein soll. Ich gehe einmal auf Generieren und schaue mir dann das Ergebnis an. So, und das ist mein Ergebnis. Mein grundsätzliches erstes Ergebnis, meine Person, ist jetzt hier einfach in einer neuen Location
eingefügt worden sozusagen. Ich kann hierzu auch ein echtes bestehendes Bild nehmen. Dazu gehe ich hier auf Upscale or Variation. Hier habe ich mir von Pexels ein bestehendes echtes Foto genommen, kann das hier einmal reinladen, wähle dann hier bei Variation Vary Subtle aus, gehe dann wiederum auf Image Prompt und hier wähle ich meine gewünschte Person aus, Face Swap wieder, und dann wird hier diese Person in dieses Bild eingefügt. Aber damit das funktioniert, muss ich hier noch auf Advanced gehen, Developer Debug Modus, Control, Mixing Image Prompt und Vary. Und dann gebe ich hier noch mein Prompt, beziehungsweise lösche mein Prompt raus, gehe dann auf Generieren und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, und schon habe ich hier mein Ergebnis. Es ist im Prinzip eine Verschmelzung von diesem Ursprungsbild und diesem Bild hier mit Face Swap. Habe ich ein entsprechendes Ergebnis. Die Augen sind so ein bisschen schäbs noch, aber so grundlegend, zum Beispiel auch die Haarfarbe oder so, wurde zumindest größtenteils übernommen. Was ich nur noch machen kann, hier zum Beispiel bei InPaint oder OutPaint, kann ich ein Bild hinzufügen und kann dann, wenn hier was nicht passt, zum Beispiel irgendwie die Augen, noch nachbearbeiten oder ich kann hier auch was hinzufügen. Zum Beispiel könnte ich hier mit diesen Pinsel was markieren, zum Beispiel so hier, und könnte dann sagen, Modify Content, Add Objects, Necklace. Hier soll eine Halskette mit rein. Dann auch wieder auf Generieren gehen und dann schauen wir uns mal das Endergebnis an. So, und hier ist mein Ergebnis mit der Halskette. Hier an der Stelle ist schon noch so ein kleines Problem, da hört sie einfach auf. Vermutlich, weil ich hier nicht richtig maskiert habe. Aber so kann man eben das bestehende Bild modifizieren, erweitern, ändern und so weiter. Ja, das war soweit der Quickstart hier in Focus und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, hier zum Beispiel mit der Random-Funktion, mit dem Seed, mit der Variation, mit den Image-Prompt und Face-Swap. Oder auch hier mit dieser InPaint-Funktion, wie man hier zum einen natürlich ein Bild erstellt, das geht relativ einfach, aber dann auch so eine gewisse Konsistenz reinbringt, dass nicht immer ein komplett neue Person sozusagen generiert wird. Und ja, so einfach geht's, kostenfrei lokal hier ausgeführt AI-Images zu erstellen und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann, tschö.